Ui, ui, willkommen zurück. Wir sind wieder in Quidditch. Wir brauchen keine Krücken. Wir hacken uns mal in dieses Haus hier rein. Machen die Ameisenquest fertig. Ich glaube, die Metro Station ist die, die ich brauche, damit ich die Main Quest hier fertig mache. Das ist die Metro Station. Nein, Ameise hier drinnen. Nein, Jericho. Schlimmer. Ah, Herr mit der Billiglot. Over Turpentin. Da. Wird das für Nuka-Granaten gebraucht? Ich glaube, Nuka-Granaten sind's. Ich sollte anfangen, mir eine Liste zu schreiben, damit ich mir die Sachen speichere und aufbewahre. Hacken? Verdammt. So dumm. Umsonst haben wir uns hier reingehackt dann. Das ist schon das fünfte Mal, dass ich den Code zu meinem Desktop-Terminal vergessen habe. Ich muss mich wirklich besser organisieren. Das Kennwort für meinen Terminal lautet Formicidae. Ob ich mir das wohl merken kann? Selbstnotiz. Dieses Holoband zerstören, sobald Umzug in neues Labor abgeschlossen ist. Ah, oh, da gibt's keinen Roboter. Viel zu lesen gibt's. Verdammt viel. Ja, Metrostation. Jetzt okay. Könnte ich eine Kippe brauchen. Hey, sind nicht drauf auf Stream, okay. Was wie Kippen werden da nicht genutzt. Habe ich die richtige Aufgabe drin? Ich weiß nicht, warum es mich nach hinten zieht, die Quest. Was ist das? Muss ich mit dem Kleinen reden? Gibt es hier einen Geheimeingang? Hier gibt es noch ein Haus. Hey, das habe ich übersehen. Passt schon, passt schon. Basketball, nichts wert. Und Fußball. Dad. In der Hütte war ich doch gerade. Hätte ich gar keinen Dietrich gebraucht. Auch so kriege ich mir eine Erfahrung. Zum Fromme. Die ist viel wert. So wie die Nahrung hier. Sturmgewehr. Nice. Und Moni auch noch. Krass. Saubere Toilette. Die FPS sind so niedrig, dass es mich oft hin und her schmeißt beim Gehen. Deswegen schaut das so komisch aus. Mehr Moni. 32er. Die waren gut vorbereitet. Ach, da hätte ich auch schlafen können. Die haben eine Kamera im Schlafzimmer. Oh, Daddy Bear. Genau. Die Bügelreißen, warum habe ich die mitgenommen? Die hatten ja keinen Wert. Wo ist Papa denn gestorben? Reden wir mit dem Kind. In diesem Ding fällt das Atmen ziemlich schwer. Ach, kommen Sie schon. Erzählen Sie es mir. Oh nein. Was ist passiert? Mama tot. Er ist tot? Eigentlich wusste ich es schon. Außerdem bin ich zu müde zum Weinen.
Das muss aufhören, damit es auf keinen Fall einer anderen Familie passieren kann. Ich wünschte, ich hätte sie schon vor langer Zeit getroffen. Dann würde mein Papa vielleicht noch leben. Danke, dass Sie das tun wollen. Jetzt, wo Sie hier sind, fühle ich mich schon viel wohler. Wir sind ja doch nett zwischendurch. Wenn Sie sich in Greditch gründlich genug umsehen, finden Sie vielleicht einige nützliche Sachen, die die Leute zurückgelassen haben. Ich habe fast gar nichts gefunden. Aber ich muss sowieso weiter. In die Kanalisation. Metrostation. Metrostation. Wir lassen uns weiter von Jericho Hart carryen. Ich glaube, ich mag das Kampfmesser lieber. Kann ich den fetten Mann aufbrauchen? Kampfmesser gibt es auch, glaube ich, häufiger. Ich habe was gefunden. Ein. Ach, egal. War nichts. Was stimmt mit dir nicht? Gibt es in diesem Haus was? Nein, nein. Dann in die Metrostation. Da gibt's was. Ameisen. Ich weiß es. Ameisen. Ja, Ameisen. Uff. 25. 23. Kann ich nicht miteinander reparieren? Ja. Da ist mein Reparaturrang zu schwach. Ich werde sie so richtig schön zur Hölle, ja. Die Hölle, ja. Und eine Coca-Cola. Ameisen brauche ich sowieso kein Stealth. Wo? Ah, hier. Das Doppelsturmgewehr-Team. Wo ist der Baseball? Schläger. Verdammt. Gut getankt, gut getankt. Dafür wirst du bezahlt. Money. Money. Minen, auch nicht schlecht. Verdammt viele Minen. Ich glaube, die werde ich zu Hause lagern, wenn ich so viele davon habe. In manchen Spielen ist das tödlich, wenn man da zu nahe rankommt. Altmetall, Lackierpistole wird mitgenommen. Macht alles gut Geld, überhaupt Altmetall. Wir haben. Das hat doch nicht einmal wehgetan. Doch, irgendwie schon. Ah, mein Snack da. War das schon alles? Verdammt, die Strecke, die Strecke. Ich hab das wirklich. Ich bin stecken geblieben. Dich vermisst. Mich vermisst? Kann ich
Hab nicht mal draufschlagen dürfen. Granate. Das Spiel entdeckt mal so schwer. Einfach so viel Grau und gleichen Farben. Das ist gute Loot. Messer. Oh, da haben wir wieder Kleisnägel. Unbedingt nachgucken, wo diese Waffe liegt. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig entlang gehe. Oder falsch. Ja, ob ich meinen Jericho da drin schießt. Oder ist das das Gas, da sterbe ich. Wir warten. Ja, was denn? Labern Sie nicht rum. Ich will hier nicht den ganzen Tag. Ich sag nicht, wir wollen das hin. Wenn das wirklich Gas ist und das Feuerameisen da unten sind. Was soll der Scheiß? Ich stehe hier schon ewig. Okay, ich bin bereit für mehr Action. Das waren 5 Sekunden. Das waren 5 ja. Sekunden. Aha. Das ist nur Staub, oder? Ich riskiere es nicht. Außer dieser Weg führt zum gleichen Ort. Verdammt! Oh! Oh. Zur Hölle, ja! Zur Hölle, nein! Mann! Gute Arbeit. Ich werde sie so richtig schön fertig machen. Ich hab das für. War das schon alles? Das hat noch nicht einmal wehgetan. Das hat noch nicht einmal wehgetan, während er in Flammen steht. Okay, nein, ist wieder gleiche Weg. Aber ich glaube schon, dass das in diesem Spiel auch ein Faktor ist mit dem Gleis, mit den Gasrohren. Grady's. Wenn Sie dieses Band abhören, klebt mein Hirn irgendwo an einer Wand. Und Sie haben eine Aufgabe zu erledigen. Sie müssen das Paket besorgen und es sicher zu Ronald Raren in Gördershade bringen. Sagen Sie ihm, dass Grady Sie schickt. Für das Paket brauchen Sie den Schlüssel. Ich habe ihn in einem Löschschlauchkasten in einem Wartungsschrank der Metrostation Marigold versteckt. Der Schlüssel öffnet den Safe mit dem Paket. Suchen Sie nach dem Raum mit dem Drehlicht. Sie können ihn nicht verfehlen. Viel Glück. Und hoffentlich bleiben Sie unentdeckt. Weil ich mir das sicher merke. Hey. Runter. Hier gibt's nichts.
Viel Schrott hier, viel Schrott hier. Was sonst nichts Interessantes, wie es ausschaut. Okay, ich muss sowieso hier runter. Gehen wir. Minen? Nein. Gegnerz. Ich werde sie so richtig fertig machen. Und Baseballschläge raus. Aber Bleirohr vielleicht. Das hat doch nicht einmal wehgetan. Zur Hölle, ja. Vorherige Bestimmung. Ich krieg keine Erfahrung zwischendurch. Moni. Verschlossen leicht. Das ist Loot, aber... Bleirohr. Eine gute Waffe hier rumliegen. Oh, wirklich 10 mm mit Schalldämpfer. Ehrlich gesagt, gönne ich mir die. Schon viel Loot. Wieder. War hier nicht was? Ja. Ich brauche das Schwert. Au! Ich sehe gar nichts, aber rauf auf den Rumpf. Immer schön weiter. Was waren wohl Schüsse, die daneben gingen? Das hat nicht einmal wehgetan. Er hat Hit. Ja, man ist er Hit. Oh, mach weg. Wenn das wirklich Gas wäre, hätte es mich schon längst gekillt. So wie der Verrückte rumschießt. Achte kurz, das ist ein Bogen. Zur Hölle, ja. Genau, immer schön. Guter letzter Schlag.
Nein. Rohr wieder. Das hat noch nicht einmal wehgetan. Ich hab schon lang niemanden mehr umgelegt. Das hat noch nicht einmal wehgetan. In kleine Stücke zerschlagen. Alles nehmen wir mit. Außer Tassen. Krass, wie viel Munition für diese Waffe hier ist. Die wollen, dass ich sie spiele. Sie wollen es. Das zahlt sich nicht aus mitzunehmen, oder? Oh, hey der. Dich gar nicht gesehen. Nur mal chillen, oder? Verdammt, hier gibt es viel zu sehen. Ah, ich glaube, ich habe den Doc gefunden. Sie haben mich erschreckt. Sie dürfen sich wirklich nicht so an die Leute heranschleichen. Das ist genau der Grund, aus dem dies der ideale Ort für meine Arbeit ist. Sind Sie sich darüber im Klaren, dass Sie in einem sorgfältig ausbalancierten und höchst empfindlichen Forschungsgelände herumtrampeln? Herrje, was für ein ungehobeltes Benehmen. Unterstehen Sie sich, mir das anzutun. Ich habe weitaus wichtigere Dinge hier zu tun. Hoppla, das hat sich ja gereimt. Fantastisch. Okay, geht einfach wieder. Warum auch nicht? Meins. Ah, hat er viel Loot hier. Ach, kann nicht schlafen. Wir bestellen den mal. Ich brauche das Gewicht. Meine Nudeln. Du brauchst ja nichts zum Essen, oder? Oh je. Ja, würde ich auch sagen. Mit Ihren Unterbrechungen stellen Sie meine Geduld auf die Probe. Wenn ich dadurch den kleinsten Fehler mache, sind meine Experimente im Eimer. Meine Experimente sind höchst kompliziert und können nur durch Wissenschaftler erklärt werden. Moment, ich bin ja Wissenschaftler. Fantastisch. Meine Pionierarbeit in der Verringerung der Körpergröße dieser insektoiden Kreaturen ist von größter Bedeutung. Ich beabsichtige, ihre enorme Größe generationsweise durch ein vor der Geburt verabreichtes Mutagen zu reduzieren. Ist das nicht raffiniert?
Nun, es ist nicht zu übersehen, dass Sie keine Ahnung von dem haben, was ich hier tue. Ich will es Ihnen so erklären, als wären Sie ein kleines Kind. Danke. Ameisen sind zuerst sehr, sehr groß. Dann tun wir den Zaubertrank in die Eier, damit die neuen Ameisen, die aus den Eiern schlüpfen, kleiner sind. Und wenn man das ganz oft wiederholt, sind bald alle Ameisen wieder winzig klein. Fantastisch! Nun, ich habe mich leider bei dem Mutagen ein wenig verrechnet. Statt ihre Größe zu reduzieren, hatte die geschlüpfte Brut einen neuen Biomechanismus. Ich nenne ihre genetische Anomalie Pyrosis, die Fähigkeit, aus dem Körper heraus Flammen zu entfachen. Vielleicht kann ich diesen Fehler beheben, aber mir fehlt meine Ausrüstung. Das ist ein geringer Preis, der für den Fortschritt der Wissenschaft bezahlt werden muss. Jetzt sterben ein paar Leute, aber später wird das verbesserte Mutagen noch viel mehr Menschen das Leben retten. So muss das eben sein. Die einzige Möglichkeit, diesen Fehler zu korrigieren, besteht darin, das Mutagen zu modifizieren. Ich muss an mein Terminal. Mein tragbares Terminal ist in der Brutkammer in der Nähe der Ameisenkönigin. Wenn ich da rankomme, kann ich meine Arbeit am Mutagen fortsetzen. Wenn sie in irgendeiner Weise verletzt wird, gehen die Daten von Monaten verloren. Ihr Ziel wäre es, ihr, wie soll ich sagen, Nestwachenquintett zu eliminieren. Widerliche kleine Biester. Ich habe die Ausrüstung an mein tragbares Terminal angeschlossen, um einen sogenannten Hemmimpuls zu erzeugen. Dieser Impuls unterbricht die empathische Verbindung zwischen Ameisen und Königin. Im anschließenden Chaos töten sich die Ameisen gegenseitig. So, mehr gibt es nicht. Was meinen Sie? Ja, ich schätze, Sie haben recht. Die Wissenschaft muss lernen, hohe Ansprüche hinzunehmen, um Fortschritte zu erlangen. Ich wollte Ihnen nur einen meiner Mutagen-Bio-Verstärker anbieten, aber ich glaube, ich könnte den Einsatz erhöhen. Ich belohne Sie zusätzlich mit meinem alten Laborköche. Er hat mir lange gute Dienste erwiesen und wird Ihnen bei Ihren eigenen Experimenten helfen. Alter, hast du meinen Intelligenzlevel gesehen? Es ist mir gelungen, einige der Feuerameisen-Gene zu isolieren und sie zu genetischen Verstärkern zu destillieren, die für Menschen geeignet sind. Ich kann Ihnen eine dieser Formeln injizieren, um entweder Ihre Stärke oder Ihre Wahrnehmung zu verbessern. Darüber hinaus werden Sie auch noch widerstandsfähiger gegen Feuer sein. Fantastisch! Sie machen mit? Fantastisch! Seien Sie vorsichtig, mein Freund. Die Wächter des Nests können sehr gefährlich sein. Was? Das habe ich doch nicht fertig schon, oder? Versuchen Sie bitte nicht, mich für dumm zu verkaufen. Sie haben die Brutstätte ja noch nicht einmal betreten. Ich glaube, Sie haben eine Arbeit zu verrichten, nicht wahr? Okay. Ups. Ich nehme an, dass Sie mit ihr... Er ist viel zu neugierig. Er hat mir seine endlosen Fragen oft ausgerechnet dann gestellt, wenn ich völlig in meine Berechnungen versunken war. Er hat keinen Respekt vor meiner Arbeit. Alle Wissenschaftler übernehmen die Verantwortung für ihre Fehlschläge, denn das bringt dieser Beruf nun einmal mit sich. Ich werde diese Experimente zu Ende führen, ohne mich auf das Podest der moralischen Unanfechtbarkeit zu stellen. Wenn ich es mir erlaube, mich von Gefühlen beeinflussen zu lassen, ist alle Zeit und Mühe, die ich aufgewendet habe, sinnlos gewesen.
Sie haben Ihre Ideale und ich habe meine. Ich bin hier unten, um meine Experimente um jeden Preis zu Ende zu führen. Wenn das heißt, dass wenige Leben geopfert werden müssen, um ganze zukünftige Generationen zu retten, dann ist das ein geringer Preis. Ich kann es nicht riskieren, diesen Ort zu verlassen. Ich muss die Brutstätte ständig auf weitere Mutationen in der nächsten Brut überwachen. Ich habe keine Zeit für Kinder und ihre kleinen Spiele. Was wissen die denn überhaupt von der Bedeutung meiner Arbeit? Oh, was für ein... Ja? Toller Typ. Man muss stets auf der Hut sein. Mit denen von der Gattung Solenopsis ist nicht zu spaßen. Ich bin schon überlastet mit anderen Gewichtssachen. Aufgaben. Okay, geht hier weiter. Diesen Ort zu finden wird das wahre schwieriger. Kann ich weiter essen? Ja. Okay. Diese Episode ist vorbei. 30 Minuten. Ich sollte mich dran halten. Sonst denken Leute, ich sterbe. Aber ich sterbe nie. Oh, peace out.